Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Arc Aberration. Wir sind immer noch hier unsichtbar mit unserem Rock Drake an der Stelle, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Nein! Und ich frage mich immer noch, wie die Mistviecher mich sehen können. Aber naja. Wir sind ja hier eigentlich nur zum Eierklauen da. Grad. Level 64. Oh. Wilder Rock Drake. Aufpassen. Man muss hier wirklich immer gut genug aufpassen, dass man nicht entdeckt wird. Komm, schnell Stamina nochmal aufladen. Schnell Beeilung, bevor die doofen Nameless kommen. Unten sind noch mal Eier. Die gucken wir uns jetzt noch mal an. So, endlich sind wir hochgekommen zu dieser Wand. Ein 140er! Okay, ich würde mal sagen, das ist unser bester Fang, den wir hier kriegen. Ich werde jetzt noch einmal alles aufladen. Also es sind keine Rock Drakes in genauer Nähe. Die sind nicht direkt hier, die Rock Drakes. Okay. Dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Oh, gut. Ich hoffe mal, wir haben es jetzt an ihnen vorbeigeschafft. Na komm schon. Du sollst hier klettern. Nicht Pause machen. Oh nein. Beeilung, Beeilung. Beeilung. Los, bevor die Nameless kommen. Ja, und die wilden Rock Drakes aggressiv werden. Och ja. Da geht's, glaube ich, raus, oder?
Genau hier ist die Schlucht. Und jetzt müssen wir nur nach oben kommen. Jetzt haben wir ein 140er Rockdrake-Ei. Ach, bitte, bitte, bitte. So. Hier oben müssen wir uns kurz ausruhen. Dann hoffen wir, dass die Rockdrakes alle weit genug entfernt sind, um aggressiv zu werden. Gibt's Alpha Rockdrakes? Der Rockdrake da hinten hat nämlich so irgendwie einen Buff oder so. Oder? Könnte auch einfach nur Federn gewesen sein von ihm. So, jetzt müssen wir nur noch sicher nach oben kommen. Das sollte ja kein Problem sein, denn der Raufweg ist jetzt einfach nur Langeweile eigentlich. Wir müssen jetzt nur hochklettern. Ganz viel. Und ab einer gewissen Höhe können wir das auch ohne Tarnung machen. So, ab hier können wir das ohne Tarnung machen. Das stört dann keinen, dass wir hier sind. Ja, juhu, wir haben ein Level 140er Rockdrake Eye. Können wir uns nochmal anschauen. Level 140, oh. Und Nameless Venom haben wir auch gleich mitgebracht. Nebenbei. Ja, das werde ich aber trotzdem dann nochmal sammeln gehen, wenn wir das Rockdrake Eye ausbrüten und so. Es wird auch ewig dauern, das überhaupt groß zu ziehen, das Kleine. Oh, und jetzt muss ich noch mal kurz weg. Also, bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Musste ich kurz mal an die Tür, weil es geklingelt hat. So, wir klettern jetzt einfach nur noch fröhlich nach oben. Und dann haben wir es auch wieder schon. So ein High-Level-Rockdrake, den wird man dann auch ausbrüten. Ich würde auch so lachen, wenn das dann auch Zwillinge wären. Und mich interessiert auch mal, wie die aussehen. Ich hätte ja gern so einen richtig pinken. Also einen, der nicht einfach so grün ist, dann nur noch so ein bisschen blau an den Federn, sondern auch mal komplett eine andere Farbe hat. Nein, ich will nicht hier drin sein. Ich will hier gerade raus. Genau, raus will ich. So, genau. Wir müssten jetzt, glaube ich, oben sein gleich. So, wir haben es gleich geschafft. Dann gibt man auch gleich mal Gas. So. Sind wir hier oben nicht auch gestartet gewesen? Von dem ersten Mal Rockdrake, meine ich. Wie ungefähr hier oben war das. Vielleicht auch da drüben oder da, keine Ahnung. Erstmal Stamina aufladen. Oh ja. Wie schön. Und dann können wir später auch mal eine richtige Tour machen durch den größeren Teil des lilanen Gebietes. Es ist ja nicht nur die Schlucht da unten, sondern hier hinten geht es noch richtig weit weiter. Mit dem lilanen Gebiet. Oh, und hier leuchtet das auch schön. Wenn ein Rockdrake so gleitet. Ach, das finde ich immer wieder toll. Wenn wir dann einen High-Level-Rockdrake haben, haben wir auch keine großen Probleme mehr.
mit hier. Da müssen wir nicht mehr so oft landen, auch noch. Oder allgemein Stamina aufladen müssen wir dann nicht mehr so oft. Weil ich den High-Level Rockbreak werde ich dann auch noch richtig extrem auf Stamina skillen und so. Mal sehen, wie er wird. Ich hoffe, der sieht richtig schön aus. Mal anders als so einer. Ich habe noch nie wirklich so einen andersfarbigen großartig gehabt von Rockdrakes. Oh, die sehen lustig aus, die Ravager da oben. Hallo. Doofe Pilze. So. Jetzt können wir weiter fliegen. So. Durch die Baumkronen gleiten. Gleich sind wir da. Hier ist schon unser Plateau. Ach, diese Pilze, die hier überall stehen. Die stören nur beim Rockbreak fliegen. Und schon sind wir gut gelandet hier bei uns. Mit unseren zwei Rockdrakes. Du hast bestimmt auch wieder ein Level up. Ja, na klar. So, dann ziehen wir einfach mal die alte Rüstung aus. Ein Level 140er Rockdrake. Na, wenn das nicht Glück ist, das Ei lege ich schon mal hier rein. Dass es ja in Sicherheit ist. Das muss doch jetzt nicht gekühlt werden, weil das hat ja noch 8 Tage ungefähr Zeit, bis es überhaupt mal weg ist. Ja, unsere Ravager, da sind noch 2,5 Stunden ungefähr. Okay, so. Dann gehe ich mal wieder schön ins Haus. Da waren wir jetzt 2 Folgen nicht mehr. Ja. Kommt hin. Ja, ich muss mir dringend auch mal neuen Brust bauen. Und ja, dann würde ich mal sagen, war's das mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. In der nächsten Folge wird man dann Rockdrake Ei ausbrüten. Wieder mal. Und den kleines bisschen hochzüchten, das werde ich auch wieder dann offscreen, glaube ich, machen, bis der komplett hochgezüchtet ist. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss!